Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberien-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der NOT. Nachholmission, die letzte. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und haben jetzt hier auf der letzten Karte uns hier aufgebaut. Das heißt, wir haben hier unten tatsächlich die Basis eingerannt und ja, wir sind jetzt dabei, uns hier Kampfpanzer zu bauen. Für den Fall, dass... oh, schaut mal. für den Angriff gleich, ne? Weil wir müssen uns gleich hier durchschießen, damit wir hier an das Tiberium rankommen. Ich habe gerade noch eine interessante Zusatzfunktion rausgefunden. Und zwar, schaut mal hier. Wir können 5 Panzer auf einmal in Auftrag geben. Gut, dass ich das jetzt auch am Ende weiß. Scheiße. Am Ende der ganzen Kampagne, ey. Ach. Da kommt er wieder mit seinem guten alten Luftangriff. gut, okay. Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, machen wir mal weiter. Ja, es ist Sonntagabend und eine neue Aufnahmesession ist wieder angebrochen. Und genau, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt noch so viele Panzer, wie es geht, und dann schießen wir uns mal hier durch. Weil da unten hat er auch noch einen Bauhof, ne? Der hat da unten noch einen Bauhof. Kann ich dann vielleicht Mammutpanzer bauen? Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, Leute. Muss ich gleich mal ausprobieren, wenn ich den einnehme. Mal gucken, ob ich dann Mammutpanzer bauen kann. Oh, Gott sei Dank. Dankeschön, lieber Sammler. Wirklich. Dankeschön, lieber Sammler. Ja. Gut, zum Glück hat er den Invasor gerade überfahren. Das könnte nämlich eklig werden können. So. Oh, das wird jetzt sogar knapp. Wow. Okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, muss ich ehrlich sein. Aber gut. Das kriegen wir auch so hin. Jetzt kommt er mit einem Mammut an. Was will er denn jetzt, der Gegner? Was will er denn jetzt hier? Er macht den platt. Und zack hier. Ich glaube, die drehen immer so Runden, ne? Sammler, fahr bitte rein. So. So, genau, sehr gut. Die drehen immer so Runden, okay. Und bam, weg damit. Sehr schön, Leute. So, dann muss ich jetzt mal gucken. Tatsächlich, wir haben jetzt hier... Ja, jetzt kommt er wieder mit dem Scheiß an. Sag mal, wie oft hast du denn Luftangriff, Kollege? Gut, ich würde sagen, wir speichern das erstmal. Mission 13 Not. Ach, haben wieder Crash Report. Na toll. Na toll. Gut. Dann lass es. Ah, geht nicht. Okay, einen Moment. Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Leute. Es hat mir mal wieder den Speicherstand zerschossen. Es ist so nervig, Leute, wirklich. Verdammt nochmal. Aber, liebe Leute, wir sind weitergekommen. Ich habe jetzt hier die Mission zum wievielten Mal nachgespielt. Und ihr seht, er hat sich einiges verändert. Verdammt viel hat sich hier verändert. Die erste Sache ist quasi, ich habe hier unten den Bauhof eingenommen. Und die Waffenfabrik einfach mal hierhin gebaut. In der Hoffnung, dass ich dann Mammutpanzer bauen kann, aber die kann ich irgendwie trotzdem nicht bauen. Jetzt fahr doch mal da rein, du blöder Sammler. Ich brauch die Kohle hier. Aber, liebe Leute, wir haben uns hier den Weg durchgekämpft. Und ja, der Gegner, der kommt immer hier von der Seite. Das heißt, wenn ich hier jetzt meine beiden Obelisken stehen hab, kann ich wieder anfangen mit Panzern zu bauen. Ey, meine Güte. Das ist so wirklich, wirklich ein Scheiß. Wirklich ein Scheiß. Ja, Leute, ich habe jetzt mal wieder keine Ahnung, wie lang für die Mission zum Nachspielen gebraucht hier. Ja, und die fahren halt immer hier ihre Route, ne? Genau, und da kommt er wieder mit seinem Luftangriff.
natürlich immer geil. Und ja. Liebe Leute, ziemlich nervig, muss ich sogar sagen. Mach den direkt kaputt. Ziemlich nervig, diese Mission. Die hatte ich gar nicht mehr so krass in Erinnerung gehabt. Aber ja, was soll man da machen, wenn die so kacke ist? Wartet mal, ich brauche mal eine Werkstatt. Und ja, wir haben... Ich dachte schon, was? Erschreck mich nicht so, du blöder Panzer. Ja, ich mach mal das Dorf platt. Das ist gar keine schlechte Idee hier. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch Geld. Ich weiß es nicht. Ich glaube zwar nicht, weil das die letzte Mission ist und die Mission halt ziemlich unfair ist. Aber, ja gut, dann kann ich zumindest mal gleich mal den Sammler reparieren. So, Leute, dann würde ich mal sagen, können wir uns noch eine Raffinerie aufbauen, tatsächlich. Und dann werde ich den jetzt mal hier angreifen. Ja, beziehungsweise das Ding hier unten platt machen, genau. Und, ja, liebe Leute, trotz des Vorfalls, sage ich einfach mal, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Korne Kunker Remaster. Wie wir jetzt hier hoffentlich weiterkommen. Ist ja wirklich nicht mehr feierlich. Ja, der hat keine Chance. Der will auf die Mannequin jetzt, weil ich ihn hier unten angegriffen habe. Kannst du knicken, mein Freund. Das kannst du knicken. So, ich habe hier zwei Obelisken stehen. Und ja, so ist es, Leute. Ich muss die Mission mal wieder alleine weiterspielen. Ja. Die Mission, die ist halt... Die ist halt so... Was soll ich da machen, Leute? Die ist halt so heftig. Da. Bam, bam. Bam, bam. So schnell ist... So schnell kann der Mammut weg sein, ganz ehrlich. Soll... Oh, fuck. Na gut. Ach, das war nur der, den kann ich eh verkaufen. Den brauche ich nicht mehr. Wirklich nicht. Und, ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Wir haben ja beim letzten Mal 4 Minuten lang schon gespielt. Und, ich wollte gerade sagen, Sonntagabend, 8 Uhr. Ja, jetzt ist es 9 Uhr. scheiße gelaufen. Mit der Mission, aber, ja, die ist halt so scheiße. Was soll ich da machen, Leute? Die ist halt wirklich... Da muss man wirklich sich irgendwelche Alternativtaktiken überlegen, tatsächlich. Und, ja, ich habe hier so einiges erwähnt, womit ich nichts anfangen kann da oben. Und, naja. Dann schauen wir mal, ob wir das hier mit den Kampfpanzern gewuppt kriegen. Ich denke schon. Die sind ja auch nicht die schlechtesten, ne? Aber ich finde das unfair, dass ich hier keine Mammuts kriege. Das ist irgendwie beknackt. Aber gut, Leute. Ist halt so. Muss man sich das mit arrangieren. So. Dann können wir jetzt endlich mal in Ruhe unsere... Was machst du denn da? Fahr doch da rein. In Ruhe unsere Armee aufbauen. Ja, mit der Kohle, die hier noch übrig ist. Wartet mal. Brauch mal bitte einen Wüstenjäger. Oder nee, Quatsch. BMT. BMT hält mehr aus, Leute. Kostet aber auch genauso. Wir bauen mal 2 Wüstenjäger. Weil dieses Geldfeld, das reicht auch nicht mehr lange. Keinesfalls. Keinesfalls reicht das noch lange. So, aber... Nicht schlimm. Ui, was macht ihr denn? Ach so. Ja gut, dann helft mal. So. Dann mach schön die Dorf hier platt. Genau, da ist eh kein Geld drin. Also von daher müssen wir jetzt gucken, dass wir hier mit der... Oh, das ist scheiße, Leute. Das ist gemein, was der macht. Wie viel Energie habe ich denn? Warum wird das mir nicht angezeigt? Kommt jetzt wieder ein Speicherbug? Bitte nicht. Ach, Leute, das ist doch nicht wahr. So, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Ach Gott. Leute, ich glaube... Ich kann hier nicht mehr speichern. In der letzten Mission. Das ist richtig behindert. Ja, also zumindest jedes Mal, wenn ich dieses Spiel speichere, während ich aufnehme,
Da kommt ein Absturz, komischerweise. Und, ja, keine Ahnung, also es ist alles ein bisschen scheiße. Ich habe es jetzt auf jeden Fall hier abgespeichert. Ich werde es jetzt tunlichst nicht abspeichern. Danke. Danke, du Sack, echt. Ich werde es nicht abspeichern, diese Mission, weil... Ach Gott. Ja, weil es ist einfach... Bockmist, wenn man die Scheiße dann immer wieder wiederholen muss. Das ist doch... echter Schrott. aber ja, wir sind wieder hier und jetzt hoffe ich mal, dass kein, nicht wieder so ein scheiß Crash-Report kommt. Ey, bitte nicht, Leute. Bitte verschont mich jetzt in der letzten Mission von dem Scheiß. Wirklich, ich meine, was soll denn das? Seit wann fängt denn das Spiel jetzt an abzustürzen? Also eigentlich kenne ich das Spiel als relativ stabil, muss ich sagen. Ach Gott, Leute, das nervt einfach. Das nervt einfach, wenn man dann immer wieder von vorne anfangen muss. Weil es einem dann den Speicherstand verhaut. Es ist immer so mega ärgerlich, Leute. So mega ärgerlich, aber... also noch scheint es ja zu laufen, aber ich werde es, wie gesagt, tunlichst vermeiden, dieses Spiel hier abzuspeichern. Ich weiß zwar nicht, wie ich das dann von jetzt an sichern soll, aber gut. Es ist dann noch ein anderes Thema. Hubschrauber. Mach mal bitte eine Kamikaze-Aktion und flieg mal hier hinten hin, bitte. Mal gucken, ob der durchkommt. Haha, seht ihr? Da ist nämlich ein Raketenpanzer. Okay, wusste ich's doch. Und... ja, liebe Leute. Ich baue mich jetzt hier unten auf. Hier müsste ich eigentlich auch nochmal einen Turm aufbauen, um den Bau zu beschützen. Aber die haben immer eine festgelegte Route hier, glaube ich. Es sei denn, die... das sind ziemlich viele gerade, ne? Wartet mal, das sind gerade ein bisschen viele. Schaut euch das an, Leute. Ja, danke schön. Und der auch immer mit seinen minütigen Luftangriffen im Minutentakt. Ich meine... das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Hat er tatsächlich den Bauhof kassiert, ey. So ein Penner, echt. Ich brauche den Notbauhof. Leute, ich brauche diesen Notbauhof, weil ich möchte gerne die Atombombe haben. Alter, was ist denn hier los in dieser Mission? Erst lassen sie es mich nicht abspeichern und dann kommt er tatsächlich mit dem Invasor durch. Ich glaub's ja nicht. Und, naja. Lass den mal bitte den Bauhof wiederholen und bau mal hier den Obelisken nach. Ach, ich kann ja gar nicht. Oh Mann, ja gut, dann bau bitte 5 Kampfpanzer, bevor wir hier Silos brauchen. Jetzt, ey. Mein Gott. So. Haben wir's bald. Also wirklich, Leute, also das ist eine Mission, ey. Echt heavy. Echt heavy, das Teil, aber... ich glaube ja, dass wir jetzt zumindest mal ein kleines Standbein haben. Ja, tut mir leid, Leute, ich muss weiter Obelisken bauen, weil zur Verteidigung. Das, ja. Oh Mann, Leute, und das Tiberium fällt hier ist auch gleich weg. Ja, scheiße. Das ist irgendwie eine richtige Scheißmission. Ich brauche noch eine Werkstatt, um die Einheiten hier zu reparieren. Oh Mann. Warte mal, macht mal bitte die Panzerproduktion. Stopp. Ich habe zwar 4 Sammler, aber wenn ich kein Tiberium habe, was ich abernten kann, bringt das auch nichts. Ach Leute, was tut ihr mir hier an? Hä? Was tut ihr mir hier an? So, dann baue ich die Werkstatt mal hier hin. Und was macht der jetzt schon wieder? Ja, der ist ein ganz geiler. Du bist ein ganz geiler Hengst. GTI, ey. Jetzt fahr doch da rein, Mann. Ey, Sammler. Du willst mich auch verarschen, kann das sein? So wie die Mission hier anscheinend. Alter Schwede, ey. So. Wie gesagt...
Jetzt kommt er auch mit seinem Sammler angeschissen. Ja, und das war's dann mit dem Tiberiumfeld hier. Gut, ich hätte gedacht, dass das ein bisschen länger hält. Leute. Ich glaube, das Spiel, das will mich jetzt zum Ende der Nordkampagne nochmal richtig quälen hier. Nochmal richtig quälen. Und wo fahrt ihr hin? Lass mich doch mal erstmal erkunden hier, ey. Ja, ich habe halt jetzt keine Kohle mehr. Ach, Leute. Ja, das war mein Soldat. Kommt, wisst ihr was? Fahr du bitte da hinten hin. Ich hätte da hinten vielleicht noch eine Raffinerie behalten sollen. Ne? Ich Idiot. So, und ihr beide fahrt da. Jetzt klaut der sich das. Och, ich glaub's. Es ist doch nicht wahr. Das ist doch gerade echt nicht wahr. Ich habe hier keine Kohle, die ich hier abernten kann. Nur das bisschen hier, das ist doch nicht wahr. Hä? Warum? Ja, toll. Der Sammler, der muss auch unbedingt durch die Panzer fahren. Ach Gott. Jetzt kann ich auf einmal Mammutpanzer bauen. Was zur Hölle? Ach, die Werkstatt. Es war eine Werkstatt, die da benötigt wird. Okay. Das ist jetzt interessant, Leute. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ja gut, dann vom Mammutpanzer gleich. Und da sind natürlich die Einwendigen drin, ey. Ja, jetzt mache ich hier erstmal ein bisschen was sauber. So. Und sobald ich die ersten 20 Mammuts habe, habe ich gewonnen, Leute. Was versuchst du da schon wieder, GDI-Typ? Gut, Leute, also in dieser Mission nicht speichern, bitte. Jetzt wird er hier aggro, weil ich das Dorf kaputt mache. Was zur Hölle? Warum wird der aggro, wenn ich das Dorf kaputt mache? Was zur Hölle nochmal, ey? Es ist hier aber echt der Krieg ausgebrochen. Schaut euch das mal an. Wo wird der alles angeschissen? Kommt ihr? Oh Mann, Leute. Oh, bam. Bam. Oh, was so? So. Wo wird denn jetzt meine Basis angeschissen? Ah, hier. Okay. Ja gut. Ich glaube, hier ist Geld drin, ne? Da ist noch nicht mal Geld drin. Ich glaube, die wollen mich hier echt verarschen. Gut, dann baue aber die 20 Mammuts, die ich brauche. Weil so, boah, ist das dreist. Weil sobald die weg sind, weil sobald die fertig sind, haben wir gewonnen, Leute. So, jetzt aber hier, kommt. Mach diesen scheiß Sammler platt. So. Und auf die Einheiten wieder kommen, los. So. Mein Gott. Ja, Leute, wie gesagt, Sonntagabend 21:30. Ich habe wieder nur eine halbe Stunde gebraucht, um den Scheiß nachzuspielen. Das ist gerade echt nicht mehr lustig. Aber, Leute, wir haben es erstmal. Wir können zumindest erstmal in Ruhe ernten hier. Und ich könnte eigentlich auch noch eine Atombombe gebrauchen. Ne? Wartet mal. Hier ist der Mammutpanzer. Ich verkaufe jetzt diesen scheiß Turm, ey. Immer mit dem Luftangriff da drauf. So, hier, Tempel von Nord, den brauche ich, Leute. Ich brauche diesen Tempel. Ach Gott, diesen Tempel. So, dann bewegt euch mal bitte dahin und schneidet mal den Weg für den Sammler ab, bitte. Naja, ich hätte hier eigentlich auch eine Raffinerie hinbauen sollen. Ich muss so viel bauen, das ist doch nicht wahr. Aber, ach Gott, ey, Leute. Ja, ja. Die Mission, die ist echt wahrscheinlich anscheinend noch schwieriger als die andere. Jetzt hör doch auf, ey. Hör doch auf. So. Ja gut, ich meine. So, Dankeschön, Sammler. Und dann ist er jetzt kaputt, der Sammler. So, mach den im Arsch. Meine Fresse, ich lasse den jetzt schön ausbluten.
Fahr drauf. Komm, fahr drauf. So, und bam. Und da kommt ein Panzer. So. Den machen wir im Arsch. Boah, Leute. Eine Atombombe brauche ich unbedingt noch. Eine Atombombe und dann die 20 Mammuts und einen Jeep. Und dann haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir es echt geschafft hier. Ach, Leute, ich kann es euch sagen, das war ein Hickhack dieser Mission, ne? Und ich konnte sie einfach ums Verrecken nicht abspeichern. Fragt mich nicht warum. Da kommt er wieder. Da kommt er wieder mit dem Sammler. Gut, dann sperr ihm den Weg ab und mach den Scheiß im Arsch hier los. Den kaputt machen. Nicht ernten lassen, ey. Um Gottes Willen, nicht meine Kacke hier klauen lassen. Ach nein. Ja gut, dann lass ihn halt durch. Ja, nee, dann lass ihn durchkommt. Ja, danke. Macht dann meine Verteidigung im Arsch, der Penner. Ach ja. Mein Gott, okay, dann Mammutpanzer, bitte weiterbauen hier. So. Die lasse ich jetzt hier stehen als, da. Hallo, was machst du denn da? Die lasse ich jetzt hier stehen als Blockade für den Scheißsammler. So. Genau, Leute, dann würde ich sagen... Was machst du denn da überhaupt wieder, Sammler? Hm? Was machst du da schon wieder? Er macht's richtig, okay, gut. So, mach den im Arsch. So, danke. So, liebe Leute, dann können wir jetzt endlich mal vernünftig hier aufnehmen. ja, letzte Mission. Das ist irgendwie ziemlich scheiße gelaufen bis hierhin, muss ich sagen. Aber wir lassen den jetzt hier... Oh Gott. Wir lassen den jetzt hier schön ausbluten. So. Drauf da. Was ist denn daran so schwer, ein paar Mannequin zu überfahren? So. Dann, wartet mal. Ich hole mir erstmal den Jeep. Ich würde gerne was sehen, was der hat, Leute. Wartet mal, wir haben noch sechs. Wir hatten sechs Minuten. Sieben Minuten aufgenommen, glaube ich, ne? Hahaha, seht ihr das? So, dann werde ich versuchen, jetzt so viel wie möglich hier zu erkunden mit dem. Oh, okay. Ja, das seht ihr das da. Der hat hier noch so einen Vorposten. So, noch einen Wüstenjäger, bitte. So, und dann, währenddessen. 15 Mammuts. So. Och, nö! Jetzt macht er mir hier meine Blockade platt. Na gut, okay. Dann fahr einfach rein, los! Fahr einfach rein hier. Ach, wartet mal. Ach, so viel hat er gar nicht. Was ist... Ach, das ist doch... Das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, ey. Ist der da tatsächlich mit dem Invasor durchgekommen? Wie denn das? Das ist so nervig, das ist so nervig. Hat er mir auch noch einen Mammut weggenommen. Was hat er denn jetzt, ey? Schieß doch auf den Raketentypen! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Leute, was zur... Will der mich eigentlich jetzt komplett verarschen? Der hat mir meine Waffenfabrik platt gemacht. Ich glaub's nicht. Ich glaub das nicht. Ey. Da will man sich mal in Ruhe aufbauen. Und was ist hier jetzt? Ein Jeep. Der hat jetzt meine Barrikade komplett platt gemacht. Und haltet die Klappe da draußen. Echt. Ich bin gerade so... So genervt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, jetzt baut ihr hier die Raffinerie hin. Und der baut jetzt seinen Sammler nach.
Und die sind so blöd und schießen zwei auf einmal. So. Ja, Thomas kümmert sich gleich hier drum. Gut. Ich habe einen Mammut, ey. Das ist doch nicht wahr, das ist doch nicht wahr. Es ist nicht wahr, Leute. Jetzt kommt er hier schon wie. Nee, nix da, Leute, nix da. So. Mein Gott. Mammut ist wieder da, sehr gut. Nein! Nein! Boah, ist das ein. Ey! Das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist jetzt nicht sein Ernst, ey. Echt nicht. Das macht er mich von hinten kalt. Oh Gott. Leute, ich kann hier nicht. Doch, ich kann noch mal. Wartet mal. Ich kann zumindest noch laden. Wartet mal. Laden kann ich noch. Dann wird diese Folge halt wieder länger, aber. Leute. Es ist so ein Dreck. Es ist gerade so ein Dreck. Ich kann es euch gar nicht anders sagen, aber es ist gerade wirklich so ein Dreck. Diese Scheiße hier. Wieder abbrechen, wieder reparieren. Mein Gott, ey, Leute, ich krieg hier gleich echt Rappel. Ich krieg hier echt Rappel. Und die Sammler, die machen auch nichts Vernünftiges. Mein Gott, du kannst doch helfen hier. So, jetzt geht, dann geht immer bitte auf Seite. Ich hätte den da vielleicht nicht angreifen sollen. Ne? Ne, das lasse ich erstmal. Ich will hier einfach nur das Zeug wegernten. Wartet mal. So. Bau bitte noch eine Raffinerie direkt für da hinten. Nee. So. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich habe hier gerade extreme Probleme mit dieser Mission. Nee. Das kommt mir gerade auch ziemlich unfair vor, dass der Gegner anscheinend wieder mal endlos Kohle hat hier. Kriege ich jetzt wenigstens endlich die Raffinerie fertig? Ja, danke. So, dann kann ich jetzt wieder Türme nachbauen. Dieser Penner, ey, echt. Kann ich jetzt zumindest wieder Türme nachbauen und es wird schon langsam dunkel, ey. Oh Mann. gut. Reparier jetzt mal endlich mal den Scheiß zu Ende. Ach Gott, Leute. Gott, oh Gott, oh Gott. Hat er wieder mit seinem Drecksmammut an. Und schießt mir die Kohle weg, ey. Das ist doch. Oh, Gottes Willen. So, dann stelle ich jetzt hier so einen Drecksturm hin. So, dann habe ich jetzt drei Türme. Ich baue jetzt erstmal eine Waffenfabrik, ey. Kann doch nicht wahr sein, echt. So. Der sammelt hier oben bitte ein. Kommt er schon wieder? Das meine ich halt auch, Leute. Dieser Luftangriff, der anscheinend alle zwei Minuten kommt. Dieser Luftangriff, der anscheinend wirklich alle zwei Minuten kommt, ey. Es ist ja wohl nicht wahr hier. Findet ihr das auch unfair? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich will wissen, ob ich jetzt der Einzige bin oder nicht, der das unfair findet. Mann, ey, so. Dann. Also dieses Dorf auf keinen Fall angreifen, okay. Gut, dann haben wir jetzt hier unsere Mammuts, ey, sehr gut. Dann kann ich jetzt nochmal versuchen, die 20 Mammuts zu bauen, ey. Oh Mann. Na gut, warum repariere ich die dann eigentlich? So. Die brauche ich gar nicht mehr zu reparieren, eigentlich. So. Ich brauche die Kohle jetzt für Mammutpanzer, aber unbedingt. Ach, und die Atombombe brauche ich auch noch. Eieiei, Leute. Boah, ist das hart.
Das ist gerade echt hart. Vor allem, weil man hier auch keine Erzfelder mehr hat. Beziehungsweise Tiberiumfelder, ey. Das ist so ein Scheiß. So. Leute, ja, das ist jetzt gerade richtiger Bockmist. Aber, ich sammle die jetzt erstmal hier. Und mach mal zumindest diesen Raketenwerfer da platt. Das kann ich ja noch. Und speichern tue ich jetzt aber erstmal nicht mehr. Ich hab Schiss zu speichern, ey. So, mach den Scheiß platt. Mein Gott, ey. So, die Atombombe bitte. So, dann bitte weiter Mammuts produzieren. Ich will hier gar keinen Stress machen. Halt die, hör bloß auf hier. Ach, der wieder mit seinem Luftangriff, der irgendwie alle, ja wirklich alle 2 Minuten kommt hier. Und was machst du denn da? Geh mir nicht auf die Nerven, wirklich. Die Sammler gehen mir ja echt auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich mal so auf Plattdeutsch mal so sagen. Ja. So, 2 Mammuts. Damit kann ich natürlich noch nichts reißen, ist klar. Aber ich muss hier unbedingt die Kohle, die scheiß Kohle einsammeln, um genug Kohle für die Mammuts zu haben, ey. Mann. Mann, 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 ey. So. Geldmittel wieder unzureichend. So, hau schön ab, du Kacksammler von ihm, ey. So. Ja, Leute, dann wird das jetzt ein Geduldsspiel. Tatsächlich. Bis ich hier die Kohle für die 20 Mammuts zusammen habe. Ja, genau. Und... Naja, sagen wir es mal so. Wenn die Kohle hier stetig nachwächst, ist das ja kein Problem. Was macht er jetzt schon wieder? Irgendein Scheiß, okay. So. Kommt er wieder mit seinen scheiß Einheiten hier an, ey. So. Und drauf. Drüber fahren! Was ist denn daran so schwer? Mein Gott. So. Du bitte auf den Grenadier. So, sehr gut. Mein Gott, Leute. Ja klar, mach mir ja noch einen weg. Penner, ehrlich. So. Aber gut, liebe Leute, dann würde ich... Wartet mal. Ich wollte gerade abmoderieren. Jetzt bleibt doch hier unten, seid ihr denn des Wahnsinns. Ja klar, natürlich. Habe ich jetzt keine Kohle für zum Reparieren? Ja, toll. Toll. Der muss doch auch irgendwann keine Kohle mehr haben. Auch für die Mammuts. Ja, tschüss Sammler. Du hast mir gute Dienste erwiesen. Toll. So, dann bitte auf den Mammut. Und bitte hier drauf, da hinten. Das ist nicht wahr grad. Ich könnte echt im Strahl könnte ich kotzen. Echt, Leute, im Strahl. Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Ja, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich bin überfordert hier. So. Aber ich kann zumindest die Produktion weiterführen. Leute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns. Ich mache jetzt hier die Folge vorbei. Wir sehen uns, wenn ich gut Mammutpanzer nachgebaut habe. So, da ist meine Atombombe. Sehr gut, das ist schon mal gut. Wir haben 5 Mammuts. Leute, ich werde weiter aufnehmen. Muss ich echt mal überlegen, was ich jetzt euch erzähle. Ich muss weiter aufnehmen, wenn ich hier genug Mammutpanzer habe. Okay?
Gut, liebe Leute, würde ich trotzdem sagen, wenn euch diese Folge dennoch gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, liebe Leute. Ne? Tschüss.